Warnung, bitte vor dem Spielen lesen. Das liest hier kein Mensch. Weil man es wahrscheinlich auch zu schnell weg ist, um es alles komplett durchzulesen. Und sich auch zu spielen, wenn sie ein Unbehagen verspüren. Ach, Ubisoft. Ubisoft Anvil. Ja, Odyssey. Sehen. 15 Jahre Assassin's Creed, oder? Ist das richtig? Ich glaube schon. Inspiriert von historischen Ereignissen und Charakteren, dieses fiktive Werk wurde von einem multikulturellen Team bla bla, genau. Am bestimmten Stellen speichert das Spiel automatisch. Ah. Keine Save-Funktion, ist okay. Okay, das ist ein bisschen sehr laut. Assassin's Creed Mirage. Platzfan gesucht. Ich habe irgendeinen Vorbesteller-Bonus bekommen, ich weiß aber gerade nicht welchen. Hohe Framerate, Helligkeit ist okay. Kontrast, Farbfürsichtigkeit ist aus, ist auch okay. Bluteffekt darf an, Schwierigkeitsgrad. Normal ist fein. Textgröße, Interface-Sprache, Deutsch, ist okay. Klinik Interface-Bereichs. Der Titel anzeigen immer noch an. Ja, das ist auch alles okay. So, dann machen wir mal ganz kurz eben eine Audio. Definitiv. Oh, aber dann nein, nicht aus. Aber mal ein bisschen leiser. Aber ich denke, ist auch okay. Okay. Feuerdämonenpack. Was ist denn das schon wieder? Aha. Was ist das denn bitte? Assassin's Creed. Okay, egal. Gut. I guess. Ich glaube, ich kann sogar noch ein bisschen leiser machen, oder? Ich denke, es sollte okay sein. Okay, und dann machen wir mal ein neues Spiel. Let's go. Ihr habt nach dieser Erinnerung gefragt. Oh, William Miles. Ich log, sagte, sie wäre verloren. Ich dachte, sie verleite zu falschen Schlüssen. Doch dieser Mann lebte viele Leben. Er hat uns etwas beizubringen. Als er zu uns kam, war er kaum mehr als ein gewöhnlicher Dieb. Er schlug sich auf den Straßen Bagdads durch und wollte eine bessere Zukunft. Nicht nur für sich, sondern für alle, die am Rande der Gesellschaft litten. Zwar lebte er in einem goldenen Zeitalter, im Herzen des blühenden Abbasiden-Kalifats, doch kratzt man an der Oberfläche, kommt eine Verderbnis zum Vorschein. Der Orden der Ältesten kämpfte um Einfluss und verbreitete Grauen im Land. Die Verborgenen, wie wir damals hießen, widersetzten sich und griffen unseren Feind aus dem Schatten an. Ein ewiger Konflikt. Und damals stand er in seinem Zentrum. Basim ibn Ishaq. Er folgte dem Credo. Er hinterfragte es. Das müssen wir auch. Wir alle können die Schatten, in denen wir wandeln, für das Licht halten, dem wir dienen. Es mag die Zeit kommen, in der wir so geprüft werden wie er. Und ich fürchte, diese Zeit kommt bald. Woo!
Okay. Aha. Ruhig, Basim. Atme. War es wieder der Djinn? Und was wollte unser Freund diesmal? Mir das Fleisch von den Knochen reißen? Meine Eingeweide fressen? Er spricht nie viel. Er hinterlässt Spuren. Ich kann ihn immer noch auf meiner Haut spüren. Nicht sehr originell. Das solltest du ihm mal sagen. Vergiss den Djinn mal einen Moment. Der Tag ist jung und es steht Arbeit an. Es gibt einen neuen Auftrag von Darwish. Für wen? Die schon wieder? Da verdienen wir ja mehr, wenn wir Wasser an Kamele verkaufen. Ach komm, Nihal. Wo bleibt dein Pflichtgefühl? Pflichtgefühl macht uns nicht satt. Nein, aber es sättigt die Seele. Ich warte draußen. Okay. I guess here we're going to start. Sitzen in einer Quest, die 40 Rollen. Ach ja, okay, wurden Spiel hinzugefügt. Möglicherweise musst du weiter in der Story spielen, wahrscheinlich. Okay. Okay. Billiger Schmuck und angelaufene Münzen. Die Schätze eines Gaunerlebens. Komm in die Hufe, Basim. Erstmal looten wir hier noch ein bisschen was. Es braucht nur wenige schlichte Werkzeuge, um die größte Moschee zu bauen. Ich hoffe, deine Weisheit begleitet mich weiter, Vater. Wo auch immer du sein magst. Mhm. Du sagtest, wir hätten einen Auftrag. Erledigen wir ihn. Ja, ja, ich komme ja schon. Lass mich jetzt mal. Ich sagte Nihal, wir könnten das niemals verkaufen, als sie es stahl. Doch sie konnte nicht widerstehen. Ich frage mich, was sie an diesem alten Plunder nur immer findet. Okay. Die Sonne wirft lange Schatten. Lassen wir Darwish nicht warten. Noch eine Standpauke ertrage ich nicht. Diese Aufträge. Darwish gibt dir eine ganze Menge davon. Er weiß, dass ich ihn nicht enttäusche. Er vertraut dir, so viel ist sicher. Meinst du, das gilt auch für sie? Für diese Gestalten im Schatten? Ich hoffe inzwischen schon. Dann sollten sie das auch zeigen. Setz okay, man läuft Gefahr automatisch. Sie geben dir sehr wenig dafür. Sie sind Freiheitskämpfer, Nihal. Keine Händler. Ich weiß, was erzählt wird. Und doch sollte der Preis der Freiheit ausreichen, uns satt zu machen. Al-Anbar. Okay. Okay, okay. Natürlich. Oh. Mhm. Wir parkouren mit X, okay. Das heißt, X ist wahrscheinlich auch laufen. Gibt es hier noch was zu stehlen? Ich muss mal in den Häusern gucken, ob ich hier noch irgendwas looten darf. Oh, Schmetterlinge. Da gibt es bestimmt auch wieder Sachen zu sammeln, da bin ich ja mal gespannt. Was diesen Auftrag angeht, ich will nicht, dass du meine Worte für aufdringlich hältst. Ich sorge mich nur um dich, Sadiki. Es ist nicht lästig, sich gegen unsere Unterdrücker zu wehren, wie es die Verborgenen tun. Hältst du dich für den Helden von morgen? Den nächsten Gilgamesch? Nein. Ich bin nur der Sohn eines Staatsdieners, der sein Leben der Verbesserung des Lebens seines Volkes verschrieben hatte, um dann erniedrigt und vergessen zu werden. Doch es schmeichelt mir, dass du mir solche Größe zutraust. Ich kann mich nur bemühen.
Das habe ich so ganz sicher nicht gemeint. Ich habe es so verstanden. So viele Menschen. Da muss etwas Wichtiges vor sich gehen. Der Kalif wurde in den Winterpalast gerufen. Sicherlich ist es ein reiches Gefolge, das die Menge angelockt hat. Vielleicht sind sie in Stimmung, etwas zu spenden. Ah, ich verstehe. Eine kleine Fingerübung, um den Verstand zu schärfen. Okay, alles klar. Wenn dieser Auftrag uns schon nicht ernährt, soll es eben das Kalifat tun. Jo. Okay, dieser jetzt. Händler hat seine Börse auf dem Tisch liegen lassen. Etwas Einfaches zum Warmwerden. Okay. Jetzt weg, ehe jemand was bemerkt. Komm her! Mach dich bereit. Ich wähle sie aus. Ein scharfes Auge und eine geschickte Hand. Ein vortreffliches Paar. Versteckmöglichkeiten, Sachen zum Klauen. Hm, dieser eitle Gockel da. Er muss etwas von Wert dabei haben. Der da. Setz das Saatlager ein, um Beutel zu finden, welche Kostbarkeiten enthalten. Drücke um in der Nähe des Turntyp-Stalls zu führen. Okay. Kommst du jetzt hierher zurück? Okay. Sehr geschickt. Okay, dann gibt's einen Skillcheck. Okay. Das wird ja lustig. Wir gucken, und? Wie oft ich beim Taschendiebstahl erkannt werde. An dem Stand. Sie hat auch Geld. Hey, was? Das gehört mir! Dieb! Ruf die Wache! Ruf die Wachen! Ich wurde beraubt! Hilfe! Hoppala! Hey, du! Halt! Der Tod! Ruf die Wache! Jemand. Mhm, da hab ich schon mal verkriegt. Siehst du? Sag ich doch, Skillchecks und ich sind schön. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir. Das ist der letzte Point, wo sie mich gesehen haben. Und to be fair, die scheinen nicht die smartesten zu sein. Die Gegner haben aufgehört zu suchen, bis zu wieder. Okay. Okay. Siehst du, genau mit sowas habe ich gerechnet. Das war irgendwie zu erwarten. Und ich verkack gleich mal erst wieder schön Skillchecks. Aber this is me. Was hält dich auf? Hast du plötzlich ein Gewissen? Gemacht. Du bist wahrlich der Meisterdieb von El Anbar. Höre ich da etwa Neid heraus? Naja, nachdem ich den Diebstahl auf den da hinten verkackt habe. Du bist unmöglich. Jetzt komm. Darwish wartet sicher schon. Und hat noch was Meter in die Richtung, okay. An der Wand hoch? Ja, okay, diese ganzen Dinge. Das heißt, ich kann an der Wand hoch, okay. Okay. Ich habe jetzt schon so ewig kein Assassin's Creed mehr gespielt, ne? Erstmal alles mitnehmen, was hier so rumlungert. Ja, und wenn wir schon an Stuff vorbeilaufen, nehmen wir den. Oh, hi, Katze.
Okay, dieses Spiel hat schon mal einen großen Plus. Oh, ein großes Plus. Oh, und sie springt mir sogar auf den Arm. Oh. Also. Was bist du? Was hast du? Hey, folg mir nicht, mein Kitty. Okay. Du bist ein Waffenhändler, oder? Kann ich mit dir reden? Das ist Deutsch schon mal gut zu wissen. Okay. Gut. Ah, mein... Ach, Essen gibt Gesundheit. Okay, gut zu essen. Ich grüße dich. Die haben aber viel Energie. Bin gespannt, was für Geschichten wir heute hören. Mhm. Sieh an, da kommt der Vollpelz ja. Ich habe auf dich gewartet. Jemand muss sich ja ums Essen kümmern. Moment. Für Brot. Gebt damit bloß nicht auf dem Markt an. Vertraut mir. Geht zu Seida. Sie verwendet reichlich Butter. Das tut sie wohl. Du siehst müde aus. Geht es dir gut? Nichts, was ein kleines Abenteuer nicht richten könnte. Was brauchen Sie? Ein Frachtverzeichnis aus dem Hafen. Für sich genommen ist es wenig wert, aber die Informationen darin sind nützlich für Sie. Ein Kinderspiel. Haben die nichts Schwierigeres? Ich bin zu so viel mehr fähig. Schluck deinen Stolz herunter. Die Wachen des Kalifen sind zahlreich und du tätest gut daran, das nicht zu vergessen. Du machst dir jetzt mehr Sorgen um mich als zu unserer Zeit in Bagdad. Meine Sorge ist dieselbe. Ich bin nur inzwischen zu alt und zu müde, um sie zu verbergen. Hol die Aufzeichnungen und spute dich. Wir haben noch nicht über meinen Lohn gesprochen. Richtig. Was kriege ich denn dafür? Und das werden wir auch nicht, bis es getan ist. Wow. Du weißt, wie die sind. Was? Er ist nur das Sprachrohr. Und du immer noch ein Botenjunge. Diesen Auftrag schaffst du allein. Okay. Okay. Ich habe gesehen, wie sie mit den Garten marschiert sind. Brief. Unter uns Sammlern Davis Sadiki. Wie die größte Schönheit hinter einer unscheinbaren Fassade verborgen sein kann. Unzählbare Edelsteine verstecken sich hinter dem einfachsten Stein oder der bescheidensten Ladenfront. Du musst wissen, dass ich erlesene Kostbarkeiten sammle und dass mir zu Ohren kam, du hättest wertvolle Steine aus Sarandib, Smaragde aus Khorasan und Perlen aus dem Meer um Alhit auf Lager. Solche Geschmeide würde ich ewig in Ehren halten. Nenne mir deinen Preis, oder ich werde ihn zahlen. Wo sind sie, die sie haben? Ah, das ist draußen irgendwas. Okay. Stehe das Verzeichnis. Ich will jetzt mal ganz kurz wissen, was das da hinten war. Das ist einfach das hier? Oh, tatsächlich bin ich hidden da drin. Okay. Oh, was haben wir denn da? Dirham. Okay. Ja. Yeah. Yep. Okay. Ich gehe auch davon aus, ich sollte hier eventuell ein bisschen aufpassen. Na klar. Wie viele haben wir letztendlich bekommen? 16 Kisten, eine Truhe, ein halbes Dutzend Beutel. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, fehlten nur noch 3 Kisten. Gib ihren Leuten Zeit bis morgen Abend.
Wenn sie bis dahin nicht da waren, müssen wir davon ausgehen, dass sie ihre Waren vergessen haben. Öffnet sie. Behaltet, was uns gefallen könnte, und entsorgt den Rest. Warte hier. Zwischen hohen Pflanzen zu ducken oder weniger leicht entdeckt zu werden. Hey, was? Oh Gott, Gegner aus dem Weg räumen. Eliminiere Gegner, während du unentdeckt bist, um nicht in einen offenen Kampf verwickelt zu werden. Drücke R1, um Gegner bewusstlos zu schlagen, ehe du entdeckt wirst und andere Gegner in der Nähe alarmiert werden. Hey! Wenn ich gesehen werde, muss ich fliehen. Gut, dass ich schneller bin als die behäbigen Wachen. Kann ich durchwände Gegner sehen? Warum ist das da rot? Interessant. Da oben muss ich hin und da ist aber noch irgendwas drin. Oh, die haben den Schlüssel. Okay. Lass mich raten, ich darf auch auf irgendeiner Taste wieder pfeifen. Dass der auch, ganz ehrlich, ne? Wenn ich rangezogen werden würde, würde ich mich erstmal richtig schön hardcore melden. Okay, ich habe ihm einfach auf den Rücken gehauen und das hat gereicht. Nehmen den aber mal ganz kurz mit. Tragen den mal eben auch in den... gleich niederzuschlagen, das geht vor. Einen Moment! Stehen bleiben! Ja. Tue ich, aber später vielleicht. Hatte nicht einer von denen den Schlüssel? Ach, ich habe, glaube ich, den Schlüssel schon aufgehoben, kann das sein? Ist mir das egal und ich latsche den anderen trotzdem noch um? Ja. Was haben wir hier noch an Gegnern? Gegner, irgendwas. Keine Ahnung was. Ganz kurz rein, dann sind wir erstmal safe. Ich hab's vorbestellt auf der PlayStation und spiel's gerade auf der PlayZ. Verschlossen. Nicht mehr lang. Verschlossen, aber wo liegt denn jetzt dann der Schlüssel? Ich habe doch bis jetzt alles schon ausgenockt, was hier gerade rumläuft. Ist das das, was ich denke, was es ist? Und es ist einfach eine Bombe, die da an der Tür ist? Okay. Ich finde den Schlüssel für die Tür, aber ja, den müsste ich doch eigentlich schon bei irgendeinem... Also wird er mir gerade schon angezeigt und ich sehe ihn gerade einfach nicht? Also eventuell schon, ja, aber... da oben! Okay. Okay, die gucken beide nach oben, das heißt, ich kann den hier tatsächlich... Nicht den... nicht? Okay. Jetzt hat er aufs Pfeifen reagiert. Hey, was ist da los? Kann sein, dass es eventuell auf PC ein bisschen später rauskommt, was mich nicht unbedingt wundern würde. Kiste? Ach, da hinten hinter. So, wie kommen wir da jetzt hoch? Ach da.
Der ist tatsächlich hier oben, okay. Das ist meine Chance. Okay, wir haben den Schlüssel. Wir haben noch was anderes. Wir haben Stuff. Gesundheit ist voll. Das hier ist noch. Okay, einsammeln kann ich das da unten aber noch. Was ist das hier? Instant Regen. Oh, okay. Das ist tatsächlich interessant. Tür können wir auch noch entriegeln. Öffnen. Da. Was ist das? Ist das, wonach ich suche? Eine Truhe. Dass mal geplündert wird. Mal 26 Monedas. Ja, dann machen wir erstmal hier die Fenster auf, damit wir hier gleich raus können. Nehmen wir hier noch alles mit, was da in der Ecke so rumlungert. Und wir nehmen das Verzeichnis mit hin. Ich frage mich, welche Geheimnisse das Verzeichnis birgt. Vielleicht bekomme ich den alten Griesgram dazu, unserem Kontakt etwas zu entlocken. So, ich sollte genug Abstand jetzt haben, dass sie mich nicht mehr angreifen. Das sollte funktionieren. Okay. Du bist noch heil, wie ich sehe. Das war viel zu einfach. Wie der Gestank des Hochmuts aus deinen Poren trieb. Dann können wir uns aber nur hier hin, ne? Wir könnten ein paar Augen in der Stadt gebrauchen. Ich sehe, was ich tun kann. Sie sieht wichtig aus. Sollte es einen besseren Lohn aushandeln. Shh. Ah, Basim, gerade recht. Hast du es bekommen? Ohne Probleme. Gib es her. Du bist eine von ihnen. Da. Anscheinend wurde sie heute Morgen geliefert. Sicher, dass es die gesuchte Truhe ist? Absolut sicher. Bezahl den Burschen. Wenn was gestohlen werden muss, bin ich euer Mann. Darwish kann das bestätigen. Er hat mir all eure Aufträge gegeben. Dann hast du deinen Teil getan. Ich kann mehr tun. Zwei meiner besten Männer starben dabei. Einem Straßendieb wird es wohl kaum besser ergehen. Dann heuert mich an. Ihr habt zwei offene Stellen. Für diese Beleidigung sollte ich die Hälfte behalten. Danke, Darwish. Hör zu, Basim. Wenn du weiterhin für mich arbeiten willst, dann sei unauffällig und halte die Klappe. Wir werden aber bei der Assassine. Oh, da freue ich mich drauf. Warum musst du dich lächerlich machen wie ein... Ein was? Wie ein Bettler, der verzweifelt nach Aufmerksamkeit heischt. Verzweifelt? Ich bin gut in dem, was ich tue. Diese Frau sollte sich glücklich schätzen, mich dabei zu haben. Sie will dich aber nicht. Du bist ein Straßendieb mit schmutzigen Füßen. Warum bemühst du dich? Warum willst du diesen Weg erzwingen? Weil ein Straßendieb zu sein nicht mein Lebensziel ist. Ich habe der Welt mehr zu bieten als meine flinken Finger. Sie hat es nur noch nicht erkannt. Beinahe, Jassi. Was ist das? Ah, das ist meine neueste Schöpfung. Damit kann ich wütende Hände abwehren, wenn sie mich beim, Wühlen in ihren Waren erwischen. Ein Glück, dass ich verschont wurde. Du riechst übel. Was ist das? Ach, wir haben von früh an im Hafen geangelt, hatten aber kein Glück. Am Hafen? Hast du irgendeine Art Aufregung wegen einer Truhe mitbekommen? Ja, eine schwarze. Ein sehr schönes Stück. Ein paar kräftige Wachen brachten sie zum Palast. Oh oh. Du hast mir sehr geholfen, Jesse.
Gott, wie ist denn die Münze gerade geflogen? Was hast du denn vor? Sie wollen diese Truhe und ich werde sie ihnen holen. Die werden schon noch sehen. Man dringt einfach nicht zu dir durch, oder? Dann machen wir es gemeinsam. Wenn du im Winterpalast erwischt wirst, wirst du auf der Stelle erschlagen. Wir brauchen einen sicheren Weg hinein. Und ich weiß, wo wir einen finden könnten. Okay. Na dann, let's go. Also, wenn du es aushältst, zur Abwechslung einmal mir zu folgen. Achso, ich kann jetzt tatsächlich auch gerade mal noch ein bisschen frei rumlaufen. Ich will mal kurz eine Sache probieren. Wer bist du denn? Ach, du bist ein Assassine. Ach, na guck mal einer an, okay. Jetzt möchte ich aber mal ganz kurz hier runter, tatsächlich. Wenn man einfach gedrückt hat, dann komme ich schneller runter. Wenn ich nämlich einmal ganz kurz gucken möchte. Ich kann hier einfach rein und dann ist das wie immer, ne? Was ist das? Ist das ein Abtritt einfach? Also, nee, da ist aber kein Dings drin. Das ist einfach ein... Okay. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aber okay. Ist immer noch Gesundheitsessen. Gesundheitsessen, genau, danke. Okay. Dann, Du musst nicht mitkommen, Nihal. Ich weiß, wie du zu der Sache stehst. Es ist himmelschreiend dumm. Aber ich kann dich wohl nicht davon abhalten. Also werde ich dich begleiten und so lange nörgeln, bis du beschließt, keine Truhe zu stehlen. Aus dem Winterpalast. Des Kalifen. Vor allem eine Truhe. Wenn du es so sagst, klingt es nur umso verlockender. Gehen wir nun oder nicht? Geh du voran. Das ist ein irrwitziger Plan. Selbst wenn du Erfolg hättest und sie dich bei sich aufnehmen, was dann? Wirst du uns vergessen? Natürlich nicht. Ihre Ziele sind unsere Ziele. Deine, meine und die jedes anderen Menschen auf der Straße, der vergessen wurde und von Brotkrumen und schmutzigem Wasser lebt. Ich kann ein Werkzeug sein, das uns aus diesem Leben führt. Dass es Jassib ermöglicht, seine Talente als echter Handwerker einzusetzen. Das sicherstellt, dass gute Leute wie mein Vater nicht entsorgt werden. Und dass Kinder sich nicht fragen müssen, was der Morgen bringt. Ich verstehe, was du sagen willst, Bastian. Aber du malst das Bild einer Welt, die es nicht geben kann. Doch. Da bin ich anderer Meinung. Da ist er, der Winterpalast. Komm, hier lang. Ich folge dir. Immer wieder lustig, dass oben einfach nie in den Early Assassin's Creed Bereichen immer nie irgendwas gedifft wird. Gut. Warten wir auf den Einbruch der Nacht. Na dann. Und? Weckt dieser Ort nicht schöne Erinnerungen? Vor nicht allzu langer Zeit zählten wir hier im Schutz einer Nacht wie dieser unsere Beute. Damals stand weniger auf dem Spiel. Und es gab weniger zu gewinnen. Nun, bevor du heute irgendwas gewinnst, musst du es erst einmal erreichen. Und so wie ich das sehe, erfordert das ein wenig Kreativität. Wir könnten auch durchs Haupttor gehen. Du musst mir dann unbedingt erzählen, wie es lief. Wo gehst du hin? Ich hatte einen klugen Einfall. Sollte dir ein solcher fehlen, wäre es gut, mir zu folgen. Okay. Warte! Stehe dich in den Winterpalast. Die Verborgenen wollen, dass eine Truhe gestohlen wird. Jassib sah, wie Wachen sie zum Winterpalast brachten. Der Inhalt der Truhe ist weiterhin unbekannt. Aber wenn der Kalif damit was zu tun hat, ist das Risiko sicherlich wert.
Nihal weiß, wie man in den Palast gelangt, aber es könnte auch einen anderen Weg geben, sich in das streng bewachte Gebäude zu schleichen. Möglichkeiten, in den Palast zu schleichen. Also, so, Suche nach. Bekloppt. Okay, alles klar.